Friends, das war's mit meinem Dragon Ball AMV und ich begrüße euch recht herzlich zum neuen Jahr 2022. Ich bin wieder back in business, ich bin wieder voll am Start. Ich begrüße euch alle recht herzlich zu meinem ersten Video in diesem neuen Jahr. Das ist auf jeden Fall ein Comeback in Sachen Dragon Ball AMVs, wenn man bedenkt, dass ich mit diesem Kanal vor circa 8 Jahren, also genau letzten Monat, am 3. oder 2. Januar, genau 8 Jahre her, dass ich diesen Kanal aufgemacht habe. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass ich immer noch dabei bin. Und dass mein Kanal noch existiert. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr motiviert, weiterhin für euch Videos zu schneiden. Und ja, mit diesem Content habe ich damals halt angefangen. Mit Dragon Ball AMVs, mit Maps, mit Collabs. Und was habt ihr nicht gesehen? Ja, das war auf jeden Fall meine glorreiche Zeit damals gewesen und ich bin immer noch sehr, sehr mit Elan und mit Begeisterung voll motiviert dabei. Und wie gesagt, ich mache auch jetzt noch Reaction-Videos seit einem halben Jahr oder so, Reviews und ne, bisschen Stuff, News und so weiter. Und ich will auf jeden Fall immer noch mein Bestes geben, euch zu unterhalten und niemals vergessen, Dragon Ball ist für mich die absolute Nummer 1 in Sachen Animes und ja... Für mich gibt es keinen besseren Anime als Dragon Ball. Und ja, der Content bleibt auf jeden Fall bestehen. Ich werde auch bald auch wieder mal eine Map raushauen. Wird auf jeden Fall langsamer Zeit. Vielleicht mal ein Collab, mal wieder ein Dragon Ball AMV. Und man merkt, die Dragon Ball AMVs, die ich immer so erstelle, ist sehr, sehr viel Aufwand, sehr, sehr viel Zeit. Und ich habe da auch schon einige Wochen daran gehangen. Klar, ich habe mich mehr aufs Cutten konzentriert, also aufs Schneiden, dass jede Szene gut passt und so weiter. Effekte und Übergänge waren nicht so mein Fall immer gewesen, also so ein bisschen grob, ne? Und ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ja, das war es auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da, kommentiert fleißig in den Kommentaren und gebt mir gerne Vorschläge, Ratschläge, was auch immer. Aber ich merke ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr krass eingerostet bisschen, also... Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe mir die allergrößte Mühe gegeben die letzten Wochen, wo ich auch ein bisschen die Pause hatte beim Editieren, dass ich halt ein bisschen mehr Gas gebe, ein bisschen mehr mich einschmeiße, reinschnaggel, reinübe. Und ja, und ich freue mich auf die neuesten Projekte, die bald kommen. Und ja, stellt euch drauf ein, es wird auf jeden Fall klasse werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag, angenehme Woche und habt auf jeden Fall Spaß noch und passt auf euch auf.
bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Video. Euer Tony Goku. Bis dann. Ciao. We'll be right back.